herzlich willkommen zu einer neuen Whisky-Video-Review von Whisky und Vinyl. Der David und der Andi. Hallo, hallo. Wir haben heute den roten Longrow Red, das alljährliche Vergnügen aus Campbelltown. Ein schöner, torfrauchiger Longrow in einem Rotwein-Vermisch. Genau, das ist der aus dem letzten Jahr, also der ganz aktuelle. Sieht man das ja halbwegs, das kriegt man hin. Aus einem Cabernet Franc. 11 Jahre ist er alt. 2 Jahre von diesen 11 Jahren lag er Cabernet Franc fast. Cabernet Franc ist ein Rotwein, in dem Fall aus Südafrika. So wie auch im letzten Jahr schon der Longrow Red, auch in einem südafrikanischen Rotweinfass nachgelagert. Und wir sind total gespannt, wie der dieses Jahr rüberkommt. Wir hatten den letztjährigen kürzlich in einem Tasting und das war schon eine ganz spannende Kiste. Und die Leute sind ja immer sehr, sehr heiß auf den Longrow Red. Das ist ja fast so wie Artback Committee Release für vielleicht eine Nummer kleiner. Ja. Oder Lafroy bringt einen 10-jährigen Verstärker raus oder so. Genau, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir den jetzt hier stehen haben. Und eine von 9000 Flaschen ist das. Und hier ist er im Glas. Ich fand den letztes Jahr ja nicht so dolle. Der hat mich ja ein wenig enttäuscht tatsächlich. Ich fand den nicht so schlecht, in Anführungszeichen, wie du. Schlecht fand ich ihn auch nicht, nur nicht so dolle, aber ich war auch sehr gehypt tatsächlich, muss man auch dazu sagen. Das stimmt, das ist halt immer so, wenn die Erwartungen so wahnsinnig hochgepusht werden und alle sagen, das ist jetzt das große Ding, dann ist man natürlich auch relativ schnell ernüchtert, wenn einem das jetzt nicht sofort umhaut. Ja, also ganz klar, in dem Fall auch wieder nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, 55,9% Fassstark. Ja. Und dann schauen wir mal, was er kann, der Stinker. Also ich mag ja rauchige Whiskys mit Weinfinish immer sehr, sehr gerne. Also man geht natürlich immer so ein bisschen davon aus, gerade auch, wir haben dazu gar nichts gesagt, wer den überhaupt macht. Man geht natürlich immer davon aus, die Leute wissen das alle, aber manch einer weiß es vielleicht nicht. Ja. Der Longrow ist quasi die torfrauchige Variante eines Springbank Whiskys von der Springbank Distillerie. Zweifach destilliert. Für die Distillerie macht noch ihren normalen Springbank, den sie 2,5-mal destillieren. Und den Hazelburn? Den Hazelburn 3-mal und den eben 2-mal. Und das ist eben die stark torfrauchige Variante. Die Region ist Campbelltown im Westen von Schottland. Ja, da kommt er her. Und Springbank sagt man halt so ein bisschen, ja, vielleicht so salzig-maritim Touch ein bisschen nach. Immer so eine schöne, bisschen dreckige Rauchnote vielleicht, wenn sie dabei ist. Und hat auch schöne Früchte. Schauen wir mal. Ich bin ein großer Fan von dem Standard Longrow. Das ist in der Preisklasse eine ganz, ganz kleine Kiste. Und umso schöner ist es, wenn dann der große Bruder hier auch irgendwie so lecker daherkommt. Also rauchig ist er. Gar nicht so doll. Finde ich. Aber das ist immer so. Und es kann nicht was man gewöhnt ist, aber so richtig. Also knallt nicht doll rein, aber hat auf jeden Fall einen schön spürbaren Rauch. Ich finde ihn sehr, sehr rund und süß. So gleich auf Anhieb. Also ja, der Rauch ist da, es ist auch so ein leicht maritimer Touch da. Aber für mich kommt das Weinfass da gleich rüber. So, das ist echt angenehm. Finde ich auch so rote Früchte hat er auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr stark sogar. Passt aber auch so ein bisschen nussig, so Mandel, Fett, Marzipan sogar. Und sowas leicht. Leicht modrig ist vielleicht so ein bisschen. Sowas so nasse, kalte Erde oder sowas, sowas feucht, so wie so. Ja, Dunnage Warehouse, so ein bisschen, also wie so ein. Ja, so feuchter, muffiger Geruch so ein bisschen. Das ist jetzt auch nicht dieser Lagerfeuerrauch, sondern fast eher so ein bisschen phenolische, medizinische. Jetzt habe ich eine leichte Vanillenoten. Krass, wie der sich verändert tatsächlich mit der Zeit. Schön. Probieren wir mal. Also,
Nase macht schon mal Spaß. Wenn der genauso gut schmeckt. Gucken wir mal. Danke. Prost. Tschüss. Uiuiui. Hast du dich gerade geschüttelt? Der ist kräftig. Ja. Oh, das ist geil. Echt so kräftig finde ich die gar nicht. Ne? Finde ich sogar. Ja, ein bisschen mehr gewöhnen. Also ich finde, der hat einen richtig schönen Antritt. Und bis jetzt nicht durch die alkoholische Stärke, damit wird er sicherlich begünstigt, aber durch die süßen Früchte und den Rauch, der richtig schön nochmal rauskommt. Genau, ich finde nämlich auch, also der Alkohol kommt nicht so stark. Nee. Der schiebt aber trotzdem ordentlich nach vorne. Ja. Die roten Früchte sind geil dabei, wie so ein Katapult. Er ist wahnsinnig ölig und cremig. Mhm. Das finde ich tierisch cool. Das gefällt mir richtig gut. Und der Rauch begleitet eher so dezent, also finde ich persönlich fast longer untypisch. Das ist nicht so dreckig, kantig, wie ich das vom longer kenne. Wobei dezent auch ein bisschen irreführend ist. Also der ist schon deutlich spürbar, also für mich zumindest. Für den longer halt. Ja. Das ist schön. Und es wird immer marzipaniger. Der ist richtig so, ja, also ja, natürlich, er ist auf jeden Fall rauchig, der ist auch stark rauchig, aber ich finde es, wie gesagt, von Longrow immer noch erstaunlich sauber eingebunden einfach ins Gesamtding. So in diese Süße, diese süßen Beeren, dieses ölig-cremige, ja fast schon jetzt so konditoreimäßig, so ein bisschen so kuchenteigartig, so mit dem Marzipan auch. Das ist sehr geil. Es ist schon cool, irgendwie, wie sehr sich das jedes Mal verändern kann, ne? Also für mich persönlich ein himmelweiter Unterschied und 3 Schritte nach vorne oder noch mehr zu dem vom letzten Jahr. Da bin ich ja überhaupt nicht rangekommen. Ich weiß, damit war ich sehr alleine. Mhm. Aber das war einfach auch kein schlechter Whisky, aber war halt überhaupt nicht meins. Das hier ist richtig toll. Als ob es so ein bisschen eine Butterflocke auf der Zunge zergeht. Ne? So richtig weich. Boah, ist das lecker. Der Gaumen ist ja der Knaller. Richtig intensiv auf dem Abgang. Ne? Also, das ist wie so eine flüssige Süßspeise mit so ein bisschen morbigem Rauch dabei. Das ist voll gut. Und der bleibt. Und ich glaube, man braucht es nicht. Und ich glaube, ich werde es ein bisschen bereuen, aber gib mir mal bitte Wasser. Kannst du nicht Wasser nochmal? Ich glaube sicher, der braucht es nicht, aber ich will es zumindest wissen. Also er schmeckt auch ohne Wasser. Ja. Geil. Der ist überhaupt nicht kräftig, also zu kräftig. Und ich will trotzdem sehen, was der macht. Und er ein paar Tropfen Wasser hat. Ja, der Vollständigkeit war doch nicht. Danke. Die Nase verliert natürlich, also verliert noch mehr Rauch. Und das fruchtige Tritt hinter sowas cremig Süßes einfach. Ich finde die Nase deutlich süßer. Wird ein bisschen mit feiniger. Tatsächlich, ja, stimmt. So eine Malze, die Süße kommt dann ja rein. Bisschen mehr Frische, ne? Wo das halt ohne Wasser eher so wirklich sehr intensiv, in Anführungszeichen, dickflüssig und zäh war. Den Rauch noch ein bisschen mehr gehabt. Und für das hier das muss nicht immer schlimm sein, wenn der weg ist, aber. Ja. Auch die Früchte gehen ein bisschen zurück und wie der darf durchaus mit so einer Meister. Wird in der Summe leichter, ne? Irgendwie leichter, ein bisschen frischer. Ja. Das ist halt einfach ein Wasser. Ne? Ich finde tatsächlich, wird eher ein bisschen schärfer auf der Zunge. Ja, dann kriegst du ein Pritzeln, so ein bisschen so. Pritzeln kommt da rein, was auch schlimm ist. Nö.
Ja, jetzt hat er jetzt ein bisschen mehr. Jetzt kommt er ein bisschen deutlicher. Während der Rauch? Nee, der Alkohol tatsächlich ein Alkohol. bisschen deutlicher. Ich wollte schon sagen, also so rein aromatisch hat das Wasser jetzt nicht wirklich geholfen. Nee, also würde ich jetzt auch Fazit, Wasser brauche nicht für mich. Nee, kann man weglassen. Also er ändert sich ein bisschen, er wird nicht zwingend schlechter, aber ich fand vorher für mich ihn auf jeden Fall interessant. Der war völlig runter. Ich meine, der war halt vorher wirklich so extrem ölig, extrem cremig. Und das ist er jetzt nicht mehr. Nicht mehr in der Form. Dein Fazit? Ich gebe dir recht. Der ist mindestens einen Schritt weiter als der letztjährige, obwohl er 2 Jahre jünger ist quasi. Ich finde den schwer zu vergleichen mit einem anderen Whisky, aber ich finde, wir haben halt diesen eigentlich klassischen Longbow-Bauch. Vielleicht ein bisschen schwächer, aber wunderschön abgerundet durch das Weinfass, durch die Fruchtigkeit, durch diese dunkel, schokoladig, ölig, buttrige Cremigkeit. Und das zusammen als Paket ist ein Knaller. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist super. Ja, ich finde ihn auch klasse. Richtig gut. Ich vergebe mir keine Noten, aber der hat eine gute Bewertung. Die kriegt er nicht. Aber ich finde ihn richtig gut. Es ist sehr lecker. Es ist auch definitiv ein Springbank Whisky. Das merkst du auch richtig toll. Aber in Anführungsstrichen. Der ist so rund insgesamt und so ein bisschen schwächer im Rauch, als ich es erwarte. Der erinnert mich mehr an einen reinen Springbank als an einen Longrow. Ich finde, für mich erinnert er mich sehr deutlich einfach nur an einen Springbank. Mich erinnert der ganz massiv an einen 13-jährigen Springbank von einem unabhängigen Abfüller, den wir letztes Jahr mal probiert haben. Echt? Ja. Diese Cremigkeit. Ja, die Cremigkeit, das stimmt schon. Und halt auch so die Intensität vom Rauch. Also der war für einen Springbank relativ intensiv rauchig. Und der ist für einen Longrow halt ein bisschen weniger rauchig. Nee, also das ist super guter Whisky. Wie ich finde, nicht ganz typischer Longrow. Aber das ist ja völlig egal. Es ist ein echt leckerer Whisky, der super viel Spaß macht. Also der rauchig maritime Whiskys mit ein bisschen, mit einer schönen Fruchtmarke, zu einer beerigen Frucht, das ist ein Knallerding. Gut, man kommt schwierig ran aktuell, aber ja, es halt, gefällt gut. Es ist halt immer limitiert so, ne? 9000 Flaschen gibt es. Erstmal gehen sie in England und Schottland auf den Markt und dann findet man es im Internet und ab und zu vielleicht auch mal in einem Laden, aber ich glaube, die reden in England auch alle nicht so wahnsinnig viel davon. Ja, muss man gucken. In dem Sinne. Aber wenn ihr ihn bekommen könnt, probiert ihn. Der lohnt. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ach, nee, nicht schon wieder, ne? Und der ist wieder ausgestiegen. Ja, viel zu lange gemacht heute. Bis dann.